Und wir gehen tiefer in die Höhle hinein. Wo mit Sicherheit auch der Gegner auf uns warten. Ich bin mir so sicher. Wo das theoretisch Schwachsinn ist. Weil er sie eigentlich auf dem Weg hätte umbringen müssen. Also, die Gegner. Irgendwie ein bisschen gruselig hier. Irgendwie ein bisschen sehr gruselig hier. Das mag ich aber gar nicht. Also ich laufe hier keinen Schritt ohne gezogene Waffe. Was habe ich denn gerade aufgehoben? 30 Nahkampfkraft. Ja, aber mein Schwert hat halt sehr viel Ausdauer. Finde ich ganz in Ordnung. Was ist das? Styrox Shudder. Nahkampfkraft Mana. Ja, nö. Haben wir Erz an der Wand. Sollte ich wieder nach drauf achten. Was ist das? Eisenader. Ja, nehmen wir doch alles mit. Und gehen weiter mit gezogener Waffe. Es ist mir wirklich nicht ganz geheuer hier. Da freue ich mich schon auf Bioshock 2, Leute. Spielstand. Ja, jetzt kommt schon Spielstand hier, ne? Da unten ist was. Ja, nee. Und wenn ich jetzt hier runterfalle, dann komme ich nicht zurück, wa? Reklin ist tot. Und es war klar, dass ich jetzt nicht zurückkomme. Grufthüter? Ach du Scheiße. What the fucking hell? Oh Gott, Glück gehabt. Oh Gott, die Musik stört. Oh Gott. Verpiss dich. Oh, wenn die Musik so umschwenkt, ne? Kann ich gar nicht haben. Oh, fickt euch. Ich hasse Skelette. Ja, jetzt sind wir wieder im Gothic 1, 2, 3 Feeling. Also vor allen Dingen erinnert mich das gerade an Gothic 2, relativ ans Ende. Da, wenn wir, als wir mit dem Schiff gefahren sind, da zu den Echsenmenschen. Das erinnert mich schon verdammt daran irgendwie. Oh Gott, also hier diese unterirdischen Höhlen mit Skeletten drin etc., das meine ich jetzt. Vor allen Dingen scheinen ja hier ein paar mehr noch zu sein, kann das sein? Oh Gott, Alter, erschreck mich nicht so. Ich höre noch mehr. Hinter mir ist auch noch was, kann das sein? Ja, und wie hinter mir das ist. Okay, wunderbar, der ist tot. Und der ist auch tot. War eigentlich noch irgendwo einer? Hm, anscheinend nicht. Was haben wir hier, eine Truhe? Nö. Irgendwas war hier gerade. Achso, der Bogen. Oh Gott. Leute, ich mag das hier gar nicht. Ich könnte mich jetzt gerne als Schisser abstempeln, aber ich mag das hier echt nicht. Da erinnert mich gerade echt an Bioshock hier.
Es kommt da sogar einer mit Schild. Weg! Weg! Ja, sorry, dass ich immer weg sage, aber das ist für mich, für meine eigene Reaktion, dass ich weiß, dass ich jetzt da weg sollte. Das ist, erinnere mich so ein bisschen jetzt an Scrubs, ich glaube von Scrubs habe ich das, wenn die jemanden wiederbelebt. Ja, ich weiß sogar aus welcher Episode, oh Gott, bin ich ein Scrubs-Freak. Das dürfte Staffel 5 sein, glaube ich, wo Dr. Cox drei Leute wegsterben. Fuck, was ist denn jetzt? Da haben wir auf jeden Fall gerade eine Waffe aufgehoben. So, wie viel Schaden krieg ich und wie viel Schaden kriegt der? Komisch, egal. Kalter Hass, was war das denn? Moment. Wahrscheinlichkeit von 66% den Gegner für 5 Sekunden auf 66% seiner normalen Geschwindigkeit zu verlangsamen, verursacht dabei. Was? Also die hat irgendwie... Oh geil, die sieht cool aus, die nehme ich. Was? Ne, ist kaputt. Achso, ups, Entschuldigung. Mana-Trank. Ich guess, wir müssen in die andere Richtung. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Speichern. Ja, hier haben wir gerade eben angefangen. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Weil hier kommen wir ja nicht mehr zurück. Wie lustig. Komm, Skelettis. Komm. Na komm. Ich hab gerade was gesehen. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet, ey? Gruftwächter habe ich erwischt. Tot. Noch ein Gruftwächter, der mich irgendwie nicht angreift, warum auch immer. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, das Schild... Ah, ne. Ich habe irgendein Körperteil von ihm, habe ich weggeballert. Oh, Leute, ist das... Ich finde das hier gar nicht gut. Das sind ja noch zwei! Fuck! Vor allem, der eine übertreibt es ein bisschen mit seiner Feuermagie. Yo! Und da sagen sie mir, nimm Feuer, wisst ihr? Komm mir nicht schaden, ich bitte. Ja, okay, ich hab Feuer auch nicht geskillt, aber trotzdem. Gott, wie viel Leben hat der? Ja, toll, wunderbar. Was ist das jetzt, der Ausgang? Na komm. Arschgesicht. Ach ja, ich muss ja die Rune mal... Oh Gott, ich muss die Rune mal öfters einsetzen. Ja, Leute, ich vergesse das immer. Mich haben mehrere Leute... Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber mich haben sehr viele Leute darauf angesprochen. Benutzt doch mal mehr die Rune der Winde. Der vier Winde, oder wie das Zeug heißt, genau. Ich vergesse die immer wieder. Ich muss die jetzt mal dringend schneller... öfters einsetzen. Also ich muss klicken. Richtig. Und da ist noch eine Ader.
Dann gucken wir eben, was wir bekommen haben. Das ist unser Duellierschwert. Ne, das ist das Ritterschwert, behalte ich mal lieber vorsichtshalber noch. Ausrüstung. Wir haben gerade irgendwie Schilder bekommen. Armschienen mit Lebensenergie, Lebensenergie, Regeneration. Was haben wir denn da? Armschienen. Also, Moment. Nahkampf. Ja, Nahkampf. Ja, das hier scheint sehr viel. Das hier ist besser. So. Lebensenergie, Rüstung. Ja, ne, das ist auch besser. So. Gut. Sonstiges? Schriften? Irgendwelche? Ja. Irgendwas habe ich gerade gelernt. Ich weiß nicht, was es war. Eben schauen. Haben wir irgendwas Tolles gelernt? Oh, wir können ja ganz viel herstellen hier. Stuart, Apfelessig. Okay. Okay. Egal. Gehen wir erstmal.